Ob Film, Fernsehen, Social Media oder Games. Wer ein Unternehmen gründet, braucht gute Ideen und den Mut, sie umzusetzen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Selbstständigkeit bedeutet Freiheit. Wir sind bei Null gestartet und haben deswegen weder Connections gehabt noch Ahnung. Naja, wenn man Kunst studiert, wird man ja nicht gerade aufs Leben vorbereitet. Doch dabei hilft das Mediengründerzentrum NRW. Wir bieten jungen Gründerinnen und Gründern Branchenkompetenz, Know-how und beste Kontakte. Was besonders geholfen hat, das sind die Netzwerke, die Kontakte. Das ist wirklich ein kreativer Pool. Da ist es wichtig, dass man halt eine Perspektive von außen bekommt, die so ein Coach zum Beispiel hat. Das hat mir eigentlich besonders gut gefallen, dass man ja wirklich interdisziplinär auch zusammenarbeitet, weil dann sich sehr schnell Synergien gebildet haben. Es entsteht eine Spielwiese, ja, und man lernt sich kennen, man lernt unterschiedliche Firmen kennen, unterschiedliche Ansätze kennen. Wir fördern, beraten und vernetzen und ermöglichen so einen nachhaltigen Start für MedienunternehmerInnen. In der Filmschule habe ich halt alles gelernt, was ums Produzieren geht, ums Filmemachen und im Mediengründerzentrum alles, was ich brauche, um mit einer Firma zu überleben. MGZ ist total wichtig, um die junge Unternehmer auch zu begleiten. Geh zum Mediengründerzentrum, weil es dir einen super Start ermöglicht. Wir sichern Vielfalt und Innovation. Über 90% der geförderten Unternehmen sind nach wie vor in NRW aktiv. Fördern, beraten, vernetzen. Mediengründerzentrum NRW.